Herzlich willkommen zu Close, Close, Close. Oh Mann. Ja, Leute, wenn ich mich heute scheiße anhöre oder die nächsten paar Folgen, liegt einfach daran, weil ich fertig bin mit den Nerven. Nein, ich bin einfach krank. Und ja, ist halt so, ne? Muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Klaus und Jan müssen halt heute Großunterhalter spielen für euch. Okay. Okay. Warum kommt denn jetzt noch einer auf dem Server? Ich nicht. Ja, ich? Ich hab gedacht, du wärst fertig. Hast du doch gesagt. Nee, ich leite ja gerade nochmal drunter. Ah. Alter, wie lange brauchst du zum Joinen? Weiß ich nicht. Komm auch gar nicht ins Spiel rein. Ah, oh, das geht schon wieder gut los. Ja. Ja, Leute, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Silage fahren. Und werden uns darum jetzt erstmal so ein bisschen noch kümmern müssen, ne? So. Nicht? 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 Icke? Wie Icke? Ja, und dann müssen wir, das liegt mir sehr daran, dass ich das heute wirklich mal sage. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so dermaßen LS schaut. Und auch diese mega vielen neuen Abonnenten. Weil das muss man ja wirklich sagen, das ist ja wirklich viel, was wir gekriegt haben. In einer Woche. Ja. Ja. Also Dankeschön dafür, dass ihr so zahlreichlich hier reinschaut. Auch wenn die letzten Folgen nicht unbedingt sehr unterhaltsam waren. Aber... Hat Erntereif schon was? Okay, ich muss mich dreschern. Du kannst hier oben mal den einen Trecker wegfahren, Jan, den du letztes Mal hattest, mit den zwei kleinen Hängern hinter. Das wäre sehr schön. Kann ich machen, ja. Wie krieg ich dafür? 5,50 Euro. Boah, richtig fettes Geschäft gemacht. Oh ne, ist der falsche. Dass du dir eigentlich die Yacht leisten kannst. Ja. Ach, weil ich da sogar noch, ja. Ein Vorwärtsgang. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier wirklich den ganzen Kram in die Gänge kriegen. Uns fehlt ja noch einiges. Ich glaube, ich habe gestern oder letztes Mal die Kühe für euch, ist es wahrscheinlich erst gerade ein, zwei Tage her, ich glaube, die Kühe gefüttert, wie ich das in Erinnerung hatte, oder? Ja. Stimmt, deswegen fährt ja auch das Gerät wieder. Also ich habe, glaube ich, bis jetzt nur Silage zu den Kühen gebracht, Klaus, ne? Ich glaube schon, ja. Boah, Alter, ich kann mich überhaupt gar nicht erinnern, irgendwie. Ja, und jetzt wolltest du bei der Masterlage das Ding vollfahren. Genau, das müssen wir auch. Oh, fahren wir erstmal schön zurück zu unserem wunderschönen, sexy Hof. Nur ich finde, da gibt es irgendwie... Ja? Zellplätze, die für unsere Maschinen ein bisschen ungeeignet sind, weil unsere Großmaschinen stehen jetzt immer unter der Halle, weil die anderen Garagen, wo man zig von hat, zu klein sind. Von der Höhe her. Genau. Das ist, Also falls der Modder irgendwie zuguckt, vielleicht kannst du ja irgendwas noch ändern oder ein paar Garagen hinzufügen, die für die von der Höhe ein bisschen höher sind. Ja, bearbeiten kann man immer noch mal ein bisschen was, oder nicht? Ich schätze, dass das, Man muss das so sagen, Jan. Es gibt auf einem echten Bauernhof keine richtigen Garagen, wo die Hängers drin stehen, sondern auch nur offene Scheunen, wo du dann an den Seiten zwar Schiebetüren hast, aber man kann eher sagen, das sind Scheunen, oder Klaus? Richtig. Und keine richtigen Unterstellplätze. Ja, das sind so eher so wie Cardboard-Senders. Genau. Bei uns kommt das halt gerade so vor, dass, oder dir kommt das allgemein so vor, weil wir halt keinen Flug benutzen. Oder geschweige irgendwas anderes. Weil sowas steht in solchen Sachen eigentlich drin, in echt. Also eigentlich ist das alles schon so richtig, wie er es gemacht hat. Und dass wir so monströse Hängers fahren, ja, das ist ja unser Problem. Ja, weil wenn du so nimmst, die zwei kleinen Hängers oder die drei, die du ja fährst, das sind ja optimale Hängers für solche da drunter zu stellen. Ja.
Ach so, und auch hier Ankündigung. Am 24., 25. und 26. wird es bei uns auf dem Channel hier keine Videos geben. Es ist dann Weihnachten und es ist Familienzeit. Und ja. Wie halt Standard in dem Sinne. Also wir wollen Weihnachten auf Weihnachten haben in dem Sinne. Jetzt muss ich überlegen, wie ich fahre. Ah, doch, links herum. Noch mal ein bisschen hier vernünftig fahren. Extra ist auch noch voll hier. Muss ich erstmal leer machen. Nur hier bei mir steht ja auch noch ein Anhänger, wo Mais drauf ist. Was? Na, hier ist. Wir haben letztes Mal mit. Wir wollten ja länger machen, haben wir ein paar Folgen noch gemacht. Und dann haben wir so abrupt aufgehört. Ups. Oh, der Serion zum Grubbern, der ist geil. Echt? Weil der diesen schönen kleinen Wendekreis hat. Achso, ja. Ja. Komm, gerade kannst fahren. Ja, ich muss gucken, wo ich langfahren muss. Ja, ich bin heute echt nicht ganz da. Also ich habe vorhin Fieber gemessen, ich hatte 39,3 oder so. Boah, geht doch noch. Ja. Scheißegal, Alter. Ah, kurz vorm Scheintod. Na, was wichtig ist, viel trinken. Oh. Boing. Viel trinken, das ist das, was... Oh, Alter, ich mache Schlangenlinien im Tunnel, Alter. Ich bin zu blöd zum Träger fahren jetzt. Gut. Was halt wichtig ist, viel trinken, ne? Aber egal, Karl. Ist eigentlich immer wichtig, viel trinken. Immer, wow. Ja. Oh. Wenn du jemand bist, der viel Kopfschmerzen hast, dann musst du viel trinken, weil viele Menschen kriegen halt nur Kopfschmerzen, weil sie den ganzen Tag zu wenig trinken. Oh, Hackengas hier. Lass ihn los. Könnte ich die Hänger auch gleich mitnehmen, ja. Ich eh gleich wieder Enten fahre. Was jetzt wirklich wichtig ist, dass ich die Mischanlage wirklich richtig zum Laufen... Alter, warum fährt der Trecker schief? Der lenkt immer. Okay. Ich weiß, dass der Trecker ist. Nein. Ich weiß es nicht. Ich sag da jetzt auch nichts Großartiges zu. Oh, wir haben keinen Stroh fast mehr. Für die Mischanlage. Okay. Nicht gut. Nein. Jetzt haben wir Silage, aber keinen Strom mehr, oder was? Ja, Stroh ist leer. Ja, dann kriegen wir jetzt wieder kein Futter. Ist denn schon wieder Weizen oder Gerste fertig? Weizen, Gerste, ja. Ja, das machen wir dann auch als nächstes, ne? Ernten. Mach ich ja gleich, wenn ich hier Silage noch kurz hochbringe. Okay, ja, war jetzt einfach nur eine Frage auch in dem Sinne, also. Naja, das ist fertig. Gut. Und dann muss man einen Häcksler wegstellen, ne? Ja, ich bringe jetzt hier diesen Hänger weg, dann der bei Klaus noch steht, dann fahre ich die zurück, Häcksler zurück und dann kann ich anfangen zu ernten. Okay. Auch für die Leute, die vielleicht auf Anne oder so warten, Leute, aber ich habe absolut bei dieser Grippe keinen Nährwert, Anno aufzunehmen. Ja, also das bringt dann ja auch nichts, wenn ich da so, ja, scheiße, was muss ich jetzt hier machen? So LS, das ist noch möglich, finde ich, einfach zu spielen. Battlefield. Alter. Ja, ich war heute zu dämlich, die Yacht zu kaufen in GTA. Also, was ich einfach gestern Abend einfach geil fand, Alter. Ich lock mich da ein, Alter, und dann kriegt der einen fetten Hate, Buddy. Vielleicht könnten wir das auch mal zeigen, Seven Day, oder? Ja, warum nicht, ne? Also, muss ja jetzt keine Dauerschleife werden.
Ja. Sondern einfach nur zeigen, ne? Klaus sollte sich das vielleicht auch kaufen. Das wäre irgendwie auch was für Klaus, also. Ja, gerade weil... Ja, man kommt ja nicht. Gerade weil er so ein Was-Junkie ist. Wenn nicht. Denk dran, Weihnachtsmann, ich habe noch keinen Wunschzettel von dir gekriegt. Ja, einen Hexer brauchst du nicht mehr wegstellen, den habe ich jetzt gerade weggefahren. Ich tank den und wasch den. Okay. Weil er sieht ja aus wie der Putzau. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt noch einen Hänger runter. Scheiße. Jan, vorsichtig, komme. In der Zeit, wo der Tank kann ich weiter grubbern. Alter, das war aber haarscharf. Uiuiui. Lange wie der Häcksler braucht. Und das Schwein um die Ecke geguckt und ist weggerannt, Alter. Was? Guck, ein Schwein um die Ecke und ist weg, heißt das, Jan. Pech. Es war ja einfach jetzt nur... Ich wollte mich abheben, ich hab den Satz ein bisschen umgestellt. Okay. Okay, also Kühe müssten jetzt eigentlich wieder bei 110% laufen, oder? Gucken wir doch jetzt erstmal. Kühe laufen wieder auf 110%. Ultra, nicht wundern. Was macht Klaus eigentlich? Grubbern. Möchtest du was anderes machen vielleicht? Und danach tue ich Mais sehen. Wolltest du nicht vielleicht was anderes machen? Wir haben kein Gras mehr gleich. Okay. Bitte? Wir haben noch 10.000 Gras bei den Kühen drinne. Und wir haben nichts im Lager. Schmier, verkauf Eier, du. Mhm. Und für die Mischanlage brauchen wir ja auch Gras, Klaus. Mhm. Ich glaube, wir kriegen schon Probleme, die Grundversorgung aufrechtzuerhalten gerade. Und wir teilen uns ja wirklich auf. Also wir sind ja wirklich mal... oder machen ja auf dieser Map erstmal komplett anders. Sonst haben wir ja alles zusammen gemacht. Und diesmal machen wir ja hier wirklich alles getrennt, um schneller die Sachen fertig zu bekommen, ne? Ja, klar. Ja. Hallo? Hallo. Also das ist jetzt einfach nur eine Idee, die ich gerade habe, Klaus. Weil wenn das gleich losgeht, dass uns Gras auch wieder fehlt, dann haben wir ja richtig die Arschkarte. Naja, keine 110% mehr. Ja. Also vielleicht müssen wir wirklich mal für eine Aufnahme hier diesen Drive Control oder rausmachen, damit wir hier Luzerno ordentlich mal ein bisschen abholzen können. Ja, ja, hätte ich auch gesagt, sonst hätten wir auf den großen Feldern, die wir jetzt 46 und so, was einmal Luzerne drauf machen. Ja, dass man mal richtig schön Gras fällt und dann... Ja, keine Ahnung, sonst haut doch da Luzerne drauf und wenn wir es zu sehr kaputt fahren, dann haben wir halt Pech. Ich weiß ja nicht, kriegt man denn jetzt aus Luzerne mehr wie aus Gras? Ja. Ja, dann hau da Luzerne drauf statt Mais, Klaus. Gut. Fertig. Wir haben hier überall noch Mais, also auf diesem... Der eine ist ja noch komplett voll. Ist jetzt 17% gegärt. Auf dem anderen sind noch 295.000. Und da unten ist ja noch einer fast voll. Ja, und jetzt sind ja schon wieder 37, 38, 39, 40, 41 ist halt schon wieder eingesät. Mit Mais? Ja. Okay, aber wir haben doch ganz große Felder letztes Mal gekauft. Ja, 46, 45 und 44. Was genau. Ist da drauf? Gar nichts. Dann hau da Luzerne drauf. Ja. Oder nicht, Jan? Ja, klar. Wenn wir es kaputt grubbern, was wieder kaputt ist, das ist doch scheißegal. Wir müssen wir brauchen jetzt aber Gras ohne Ende. Und Luzerne könnten wir doch dann. Ah, ne, dann ist es wieder gehexet, Klaus, ne? Ja, dann müssen wir mit dem Ladewagen zusammenfahren. Genau. Also ganz normal mähen mit dem Dingens, dann. Genau. Wie heißt es? Wo ist der denn, Alter? In Reihe legen. Schwadern, genau. Genau. Ja, und dann müssen wir gucken. Wir haben ja zwei Ladewagen. Das ist ja. Das ist ja gerade geil dann. Ja gut, machen wir das so. Fertig. Wir nehmen jetzt die drei großen Felder, die wir uns neu gekauft haben und lassen da richtig einen dran lang jauchen. Ah. Hallo? Aber brauchst du dafür nicht eine andere Sämaschine, Klaus? Nö, normale reicht. Ja, geht die? Wo läuft denn der Mähdrescher? Keine Ahnung. Der Mähdrescher? Soll denn hier noch ein Hänger stehen, Klaus? Ach, da hinten. Lass mal den nächsten Trecker tanken. Ja, hier ist wirklich Chaos irgendwie heute, ne? Drinne. Hm.
Also finde ich zumindest, dass hier ja, so wir leicht, drei kommen, dann klappt das auch wieder. So leicht Chaos herrscht. Oh, wir haben noch 13.000 Liter Diesel hier oben. Was? Wir hatten doch hier irgendwie. Egal. Ist heftig, ne? Was man durchhaut. Ja. Erdträger, das war der Erdträger. Da muss ich hin. Hol ich den mit der Seemaschine da weg? So. Ja, wir sagen damit, wie gesagt, Leute, also verzeiht mir, wenn ich wirklich leise bin, aber ja, bin echt völlig im Arsch auf Deutsch gesagt. Aua. Aber oh, es muss halt weitergehen. Und wir sagen damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator 2015 auf Ackerndorf, die wir auf jeden Fall empfehlen. Ladet sie euch runter. Und ja, wir sagen damit vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.